Hallo Aktienfreunde, heute stelle ich wieder zwei meiner Meinung nach interessante Dividendenaktien vor, die aktuell folgende Kriterien erfüllen. Erstens, aktuell gibt es mindestens 1% Dividendenrendite und das Dividendenwachstum liegt bei mindestens 10% im Durchschnitt in den letzten 5 Jahren. Zweitens, die Dividende wurde seit vielen Jahren nicht gesenkt und zwar mindestens 15 Jahre. Drittens, der Kurs der Aktien ist in den letzten 3 Monaten gefallen und viertens, der Preis der Aktien ist aktuell unterbewertet im Vergleich zum bilanziellen und/oder bereinigten Gewinn. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis: dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zur ersten Aktie und das ist Kroger. Diese Aktie kommt aus den USA und ist in der Einzelhandelsbranche tätig und zwar mit einem Fokus auf Supermärkte. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt ca. 2,4% und die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow, die liegt bei ca. 35% momentan. Die Dividende wurde inzwischen seit 16 Jahren in Folge gesteigert und das Dividendenwachstum liegt bei durchschnittlich ca. 16,6% in den letzten 5 Jahren. Der Aktienkurs, der ist in den letzten 3 Monaten ca. 1% gefallen. In den letzten 10 Jahren ist der Kurs aber ca. 125% angestiegen. Das aktuelle KGV beträgt ca. 12 und der Durchschnitt der letzten Jahre, der liegt hier bei ca. 14. So, dann machen wir zu dieser Aktie noch einen Bewertungscheck im Aktienfinder. Und hier seht ihr zum einen mal, also übrigens, wenn ihr euch das nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu einen Link unter dem Video. Und jetzt in der Grafik zum fairen Wert hier seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Kroger-Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Mitte Dezember 2023. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Aktie und das ist die Kerry Group. Diese Aktie kommt aus Irland und ist in der Nahrungsmittelbranche tätig. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt hier ca. 1,5% und die Ausschüttungsquote auf Basis des Free Cashflows liegt hier momentan bei ca. 29%. Die Dividende wurde inzwischen seit 33 Jahren in Folge gesteigert und das Dividendenwachstum liegt bei durchschnittlich ca. 12% in den letzten 5 Jahren. Der Aktienkurs, der ist in den letzten 3 Monaten ca. 9% gefallen. In den letzten 10 Jahren ist der Kurs aber ca. 53% angestiegen. Das aktuelle KGV beträgt ca. 18 und der Durchschnitt der letzten Jahre, der liegt bei ca. 27. So, dann machen wir auch zu dieser Aktie noch einen Bewertungscheck im Aktienfinder. Und auch hier seht ihr zum einen mal den Kursverlauf von ca. 2008 bis aktuell. Und dann haben wir auch hier noch die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir hier ebenfalls erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint auch diese Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war's dann noch wieder mal mit diesem Video. Wieder zum Schluss der Hinweis: dieses Video dient nur zur Inspiration auf Basis bestimmter Kriterien und auch wenn die hier vorgestellten Aktien aktuell günstiger scheinen, können die Kurse natürlich in Zukunft weiter fallen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.